ein HP. Wir dürfen echt nicht getroffen werden, sonst haben wir die Trefferpunkte beim Boss nicht mehr. Und das ist gar keine Musik hier. Das ist sehr beunruhigend. So, kaputt, 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 kaputt. Was soll sagen, wir sollen... Was wohl sagen soll, dass wir eh auf Plünderreise hier sind? Oh. Johannes. Ja, hallo Johannes. Bye, bye Johannes. Genau. Also, als wir das erste Mal durchgelaufen sind, als Johannes, da... Okay, wir waren schon ein bisschen verrückt. Haben Pilze gegessen, all sowas. Aber wir haben das ganze Ding hier auseinandergenommen, nur für ein paar Goldmünzen und Hähnchenkeulen. Also wir waren schon nicht der Superheld, sondern eher ein Plünderer. Oh ja, töten. Hallo Johannes. So. Philosophische Debatte. Sinn des Lebens. Töten. So. Oh. So nicht, mein Junge. Oh. Sag, die Dinger sind witzlos hier. Jo. Aber er hat keinen Unsterb... Was, wir haben schon die Hälfte der Lebenspunkte verloren? Das ist jetzt nicht ganz so toll. Also ja, wir kriegen ein paar wieder. Wir kriegen vier... Hühnchen wieder. Und der bringt uns gleich um. Nein. Nicht gut. Das werden wir nicht schaffen. Aber gut. Ist ein Zeichen für mich, dass wir so oder so noch mehr grinden müssen. Das ist okay. So. Elende von denen. Du stehst auf meinen Hühnchengeulen. Okay, wir müssen definitiv noch mehr grinden. Spelunky, das ist doch schon mal gut. Und er kriegt Mana wieder, wenn er Sachen kaputt haut. Der ist doof. Der ist doof, okay. Spelunky. 200 Gold. Ja. Wollen wir Dingens wechseln? Gold in... Ich glaube, das mache ich kurz. Also ja, wir wollen Gold farmen, aber wir wollen auch lange genug leben können, um weiter Gold zu farmen. Und dazu brauchen wir die Vampirune. So. Also, gib uns ganz viel Gold. Und nicht nach oben drücken, wenn du an der Boss-Tür vorbeikommst. Also einfach gar nicht dieses komische Knubbelding auf dem Joypad anfassen. So. Unten ist eine Kiste. Oh. Oben ist eine Kiste. Und zwar hier. So. Ups. Vielleicht sollte ich die Kisten in der ersten Etage überspringen. Also nee, sollte ich nicht, weil da können ja immer noch Dings drin sein, aber nee. 180 Gold aus der Truhe gerade. Ernsthaft? Ja, doch dezent viele Augen. Oh. So. Lebenspunkte sehen okay aus. Und... Haste Rune. Schneller laufen wäre schon praktisch bei dem Boss. Also allgemein schneller laufen, Doppelsprung, Fliegen, all so eine Sachen, die uns ein bisschen agiler machen. Yeah. Tschüss. Obwohl, warte mal, das schwarze Ding, das ist kein Miniboss, oder? Also, der bringt keine Kiste? Ne, ich glaube nicht. Okay. Oh. Ne, definitiv nicht. Dafür war der viel zu schnell tot. So.
wir müssen einen Bogen machen, dann wieder nach unten und da ist eine Kiste. Also hier lang. Zing, 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 zing. Na komm, bist auch tot. Tot, tot. Du warst. Hey, warum bist du nicht tot? Achso, du bist ein extra Gimmick. Du gehörst eigentlich gar nicht in die Etage hier. Ah. Gib mir bitte die Äxte. Nein. Das doofe Dolchspiel mache ich nicht mehr. Das ist Zeitverschwendung. Da bringe ich einen Gegner um und mache mehr Gold. Oder hau einfach ein paar Fässer kaputt. So. Oh. So. Yikes. Oh. So. Alles gut. Sachen bewahren wir uns auf und Hölle. Oh, du kannst durch die Ebene durchschießen. Das ist nicht so schön. So. Kein toller Raum. Aber da ist eine Kiste drin. So, kaputt. 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 Okay. Oh, sehr viel Gold. Sehr schön. Typen da oben lassen wir so. Ein. Oh. Ja, schön. Komm schon. Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen. Nein. Wow. Wow, 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 wow. Weg, 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 weg. Ah, du bist einfach. Du bist auch einfach. Die ganzen Projektile sind nicht so schön. Wow. Die ganz, ganz vielen Projektile sind nicht schön. Aber machbar. Okay, okay, alles gut. Irgendwo ist noch ein grüner Magier. Da ist ein grüner Magier. Wow. So, kaputt, kaputt, kaputt. Garstiger Raum. So, ich glaube, es sind alle tot. Ein leerer Tagebucheintrag. Ja. Rechts ist eine Truhe. Und dann sollten wir uns auch demnächst mal hier verabschieden und ein bisschen Lebenspunkte tanken. Oh. Ja. Noch viel, viel mehr Gold. Warte mal. Bossraum ist unten rechts. Da können wir uns wegteleportieren. Aber warte mal, da ist noch eine Truhe. Au. Weg, 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 weg. Ah. Bossraum, sehr schön. Lebenspunkte, Mana hätte ich nicht gebraucht. Aber Truhen. Retribution Cape. Nein, das will ich nicht. Ganz viel Gold und wir würden gerne einen anfangen. Der Ausflug hier in die Hölle war doch dezent schmerzhaft. Das heißt, wir bringen jetzt den ganzen Kleinkram hier um. Hoffen, dass wir dann genug Lebenspunkte zusammenkriegen und machen dann irgendwas Entspannteres. Also Maya oder Wald. Ja. Die Münzen summieren sich hier ja auch. Das. Okay, bringt nichts. Ich wollte noch mal gucken, ob ich mit der Kraft der Taschenlampe die Strahlkugeln aufhalten kann. Aber es hat nicht so ganz funktioniert. Gut, gut, Hühnchen, sehr schön. Unten ist der alte Bossraum. Hühnchen lasse ich mal da. Jetzt bin ich mal zuversichtlich. Also hier im ersten Gebiet dürfte uns ja eigentlich echt nichts passieren. Aber der Teleporter ist schon mal freigeschaltet und das ist gut so. Wow. So. Rechts wäre eine Truhe. Oh. 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 Truhe auf.
einsacken. Einsacken. Töten, einsacken. Au. So. Übergang zum Maya-Bereich. Nee. Eigentlich wollte ich hier... Ich werde gezwungen, in den Maya-Bereich zu gehen. Oh. Oh. Das war komisch. Na komm her. Sehr gut. Aber ja, eigentlich will ich hier gar nicht hin. Ich will im einen Bereich schön einfaches Zeug tothauen. Aber der Raum hier ist alles andere als einfach für mich wegen den ganzen Stacheln. Noch ein Übergang. Oh, Übergang zum Wald. Wald ist okay. Wald müsste machbar sein. So. Genau, einfach schön in Deckung bleiben. Und gucken, was da oben für eine Truhe ist. 360 Gold oder so. Nö. Nö. Nö, 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 nö. Dann nehmt doch lieber die Truhe hier mit. Lebenspunkt. Wow. Die schaffen es immer. Also nicht immer, aber die schaffen es sehr häufig, mich zu irritieren und anzugreifen. Weil sie halt so auf der Stelle ganz blitzschnell sich umdrehen können und anspringen, was weiß ich. So, ich höre schon wieder einen. Genau, du. Einfach durch im Schwert schlagen. Vielleicht treffe ich ihn irgendwann. Ich gucke mir erstmal den Raum da links an. Mit dem Special drin. Lebenspunkte. Na schön. Alle Gegner besiegen. Die Stacheln gehen nicht durch den Boden. Okay. Zing. Eine B. Hier geht's noch weiter. Und hier ist auch irgendwo eine Kiste. Wahrscheinlich im Raum da drüber. Kaputt. Ja. Das heißt, ich muss irgendwie wieder zu... zurückkommen. Komm schon, gib mir den Weg nach oben und dann nach links. Das sieht gut aus. Wenn man von den ganzen Geschossen und Wölfen und was weiß ich absieht. So. Kommst du da raus? Ja, kommst du. Und da kommst du nicht mehr raus. Nee, 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 nee. Das wäre unfair. Ah, da unten ist die Truhe drin. Zing. Na gut. Aha, geschafft. Sehr schön. Oben das gleiche Spiel nochmal. Nee. Nee, warte, wie komme ich da hin? Links, links, rechts, rechts. Klick. Schnell weg, bevor der böse Wolf kommt. Ja, Stacheln. So, eins. Ah, einmal rechts. Zweimal rechts. Wir wollen mich doch veräppeln. Oh. Ja. Wollen sie. Das Ganze jetzt nochmal zurück. Mhm. Okay, ich glaube, langsam habe ich es. Sehr gut. Garstige. Au! Oh. Garstige Schose hier. So. Ich will, glaube ich, doch wieder ins Maya-Gebiet. Da sind weniger Stacheln. Die hier nehme ich auch mit. So, wir müssen eh keine Bosse mehr töten, also brauchen wir uns auch nichts aufsparen. Das passt schon. Also hoch. Hallo Wolf. Ist ja nicht so, dass ich gerade wegen deinen Kumpels das andere Gebiet verlassen habe.
Also wegen deinen Kumpels und Stacheln. Und ich habe da oben gerade ein Hühnchen gesehen. Ah, ne, hopp. Oh. Wo kommt die in der Nähe? Oh. Wutsch. Yikes. So. Gib mir die Ruhe, verdammt. 13.800. Ah, 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 ah. So nicht. So nicht. Ah, ah, ah. Okay. Huah. Zink. Kaputt. Und ruhig. Sehr schön. Übler Raum. Komm schon. Kaputt. Mhm. Oh, du bist was Besonderes. Nein, das wollte ich gar nicht. Okay, töten, töten, töten. Das war nichts Besonderes. Kam nicht mehr dazu, seine Sterne zu schmeißen. Oh, du bist was Besonderes. Du bringst eine Kiste. Au. Hey, warum gehst du gleich zurück? Und tot. Sir Piggly wurde von Botes getötet. Und das waren ganz schön viele Augen da oben in der ersten Reihe. Und fast drei Reingegner. Ja, das ist doch vollkommen okay. So, jetzt aber erstmal einen kleinen Cut. Danach werden wir vielleicht nochmal ein bisschen grinden. Und dann in so 2, 3, 4 Folgen gehen wir den Boss an. Und schauen wir mal, wie wir dann in New Game Plus zurechtkommen. Also dann, bis gleich.